Ein bezauberndes, strahlendes Hallo, meine lieben YouTube-Zuschauer, Zuschauerinnen. Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um das Thema bei der aktuellen Lage, leider um diesen Krieg und die Inflation in Deutschland. Ich möchte erst euch mal ein bisschen was erläutern. Wie ihr ja alle schon mitbekommen habt, haben wir ja in Europa einen Krieg, der von Putin aus angefangen hat und nicht von der Ukraine. Und unsere liebe Inflation. Ich habe ja schon einen Facebook-Beitrag, respektive LinkedIn-Beitrag über die Inflation gemacht. Dort habe ich auch beschrieben, was die Inflation ist und dass wir sowieso gerade Ware an Mangel haben, aber jetzt normal viel mehr. Jetzt wird auch so langsam der Sprit immer teurer und teurer und die Rohstoffe, was wir noch so haben im alltäglichen Leben oder im Bau, werden knapper und da werden die Preise auch höher. Auch im Lebensmittelhandel werden die Preise höher. Der Strom wird höher. Ich war am Montag tanken und ich habe für 2 Euro mein Auto voll gemacht. Und das hat schon geschmerzt. Aber ich musste tanken, um zu meinen Kunden zu kommen, um dort Präsenztrainings zu machen, um mit denen zu arbeiten. Habe ich mich jetzt zurückgelehnt und gesagt, ich höre jetzt auf mit dem Business und lass erstmal abwarten, bis die Sachlage sich verbessert. Nein, ich habe Aufträge und ich muss meine Aufträge gerecht werden. Ich darf nicht aufhören. Ich darf jetzt keinen Umsatz machen wegen Solidarität. Wer sowas sagt, hat ein zu kleines Mindset, zu kleine Glaubenssätze. Schaut mal, wenn ich Geld bekomme, kann ich wieder was zurückgeben. Und somit anderen wieder weiterhelfen. Genau. Und ich sage ja, mein Zitat lautet hier, Geld ist Energie und Energie ist Verkauf. Wenn ich Geld bekomme, kann ich ja, wie gesagt, was zurückgeben und kann wieder was Neues verkaufen, kann wieder andere zu unterstützen, wo sie gerade Hilfe brauchen. Kann Kleidung spenden, kann Arzneimittel spenden, kann so viele Möglichkeiten, was sie gerade brauchen, wo er am dringendsten gebraucht wird. Aber wenn man sagt, ich höre jetzt auf mit dem Business und warte erstmal ab, schön, warte erstmal ab. Ich kreiere Online-Kurse, Workshops, Präsenzunterricht und so weiter und so fort, wo ich mein Geld zu 5 respektive 10% spenden tue. Somit hat jeder was. Ich habe was und die anderen haben was. Und ich mache die Welt damit
falsche Weg. Wie willst du denn dann deine Miete zahlen? Wie willst du dann deinen Unterhalt zahlen? Wie willst du deine Verpflichtungen, deine Ausgaben, wo du hast, zu zahlen, wenn du wenig Rücklagen hast? Und von den Rücklagen kannst du auch nicht mal 2-3 Tage leben. Weil du brauchst ja Essen, du brauchst ja Trinken. Deshalb lasst bei uns doch gemeinsam an eurem Business arbeiten, wie du in der jetzigen Zeit deine Sachen digitalisieren und skalieren kannst. Und wie du über die Digitalschiene deine Kunden erreichen kannst. Und Neukunden generieren kannst und Umsatz machen kannst. In den Shownotes sind die Links. Schau dir jeden Link an. Wenn was dir zusagt, buch es. Du tust mir was und ich tue den anderen was, weil respektive gehen 5-10% an Organisationen, wo ich aussuche, wo ich weiß, da kommt das Geld auch an. Wir sehen uns im nächsten Video. Ach, bevor ich abschalte, liken, kommentieren und abonnieren. Und jetzt sehen wir uns im nächsten Video. Dein Michael.